Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Asphalt 9. Ja, endlich ist es soweit Leute, und zwar können wir die letzte Mission beenden bei der BMW Saison. Und zwar ist es diese hier in Midwest, wo wir noch erledigen müssen. Wir sind zwar noch nicht auf dem grünen Rang, noch nicht auf dem ganz optimalen Rang, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle, denn wir haben eigentlich nur noch drei Missionen. Also wir müssen 750 Meter driften und eigentlich das Maximum, was wir driften müssen, ist 1000 Meter. Und das werden wir natürlich easy hinbekommen, und wir müssen natürlich noch das Rennen gewinnen. Ja, ich würde sagen, wir werden das gleich mal tun. Wir haben jetzt den BMW M4 GTS, haben wir endlich. Ja, es ist jetzt wieder eine Weile gegangen, bis wir den mal freigeschaltet haben. Ich finde es auch. Hat mega lange gedauert und ja. So, ich muss jetzt ein bisschen hier in Asphalt 9 ein bisschen lauter sprechen, weil sonst hört ihr mich nicht wegen dem Motor. Ich habe jetzt nämlich... Alter, der hat ja einen ziemlich geilen Motor. Also ihr hört auf jeden Fall richtig. Ich habe letztes Mal mal eine Folge gemacht, wo man den Motor eigentlich richtig laut hört. Also laut, nicht so laut. Da hat man es ein bisschen gehört, aber... Heute wollte ich euch einfach mal vorstellen, also ich habe nicht gewusst, dass das eigentlich möglich ist, dass man das machen kann. Oh, ich muss übrigens driften. Oh, jetzt kommt's geile, jetzt kommt's geil. Jetzt wird es mega nice, Leute, jetzt wird es mega nice. So, ich hätte jetzt eigentlich von Anfang an driften sollen, das ist jetzt mein Fehler. So, 750 Meter haben wir schon, so, jetzt haben wir gleich 1000. Yeah, Mann. Aber leider haben wir das Rennen jetzt nicht gewonnen. Wir müssen es nochmals wiederholen, leider. Okay, und nämlich bekommen wir nachher als Belohnung den LaFerrari natürlich über. So, wir haben zwei schon beendet. Jetzt würde ich mal sagen, ich gehe mal schnell sonst zu den Einstellungen, weil ich möchte da den Nitro-Sound ein bisschen... reduzieren eigentlich, aber der sollte glaube ich schon genug reduziert sein. Ich lasse es auf jeden Fall mal so. Ich würde sagen, wir werden jetzt natürlich diese Mission noch abschließen, und nachher möchte ich euch noch etwas ganz Besonderes zeigen. Das werdet ihr dann nachher sehen. So, jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Rennen noch zu gewinnen, und dann sollte sich die Sache schon erledigt haben. Natürlich habe ich diesen Wagen auch schon getuned, oder besser gesagt abgegradet, diesen GTS, also GTS 4 hier, diesen BMW, und ich finde den, also es sieht von hinten einfach schon mega nice aus, muss ich wirklich sagen. Ich feiere den mega. Obwohl ich zuerst so dachte, nee, es sieht nicht so geil aus. Eigentlich habe ich mir nicht vorgestellt, dass dieser BMW so schnell fahren kann, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. So, und es sieht schon ziemlich gut von uns aus. Da vorne ist direkt das Ziel, Leute. Wir haben es doch easy gewonnen, Leute, was sage ich? So, Leute. Jetzt haben wir eine Blaupause verdient für den LaFerrari. Richtig nice auf jeden Fall. So, 13 Blaupausen brauchen wir noch, bis wir den LaFerrari freigeschaltet haben. Also das ist nicht mehr viel, Leute. 13 Blaupausen. Diesen Wagen nicht mehr viel. So, Leute, erfolgreich haben wir diese Saison beendet. Wirklich mega nice. Und jetzt sind wir mit ganz Kapitel 2 auf jeden Fall fertig. Kann ich euch gleich mal zeigen. Da hat Kapitel 2 ja begonnen. Und jetzt haben wir alle Missionen fertig in Kapitel 2. Wir haben natürlich auch viele Kapitel auch durchgestreamt und so weiter. Und hier wird es dann weitergehen in Kapitel 3. Und da werde ich auf jeden Fall wieder einen Livestream machen, Leute. Da werde ich wieder einen Livestream machen. Das habe ich auf jeden Fall vor. Also das wird es auf jeden Fall geben, weil um die ganze Zeit Let's Plays zu machen, das wird dann mit der Zeit schon ein bisschen zu viel. Da wird es auf jeden Fall sicher wieder einen Livestream geben, wenn wir da weitermachen. Und ja, jetzt wollte ich noch zum anderen kommen, und zwar... genau, wollte ich euch nämlich den Lamborghini Centenario vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den schon fahren kann, weil es sind da nicht alle neuen täglichen Events neu. Ich kann euch sonst mal bei einem alten den zeigen, das habe ich eigentlich gestern schon gespielt. Da könnte ich ihn euch, glaube ich, auch zeigen. Nee, da kann ich euch nicht zeigen. Warte mal, ich gehe mal...
Wo könnte ich noch hingehen? Okay, ich gehe mal da zu San Francisco. Ja, da habe ich zwar nicht alles geschafft. Da habe ich bis 60 Kredits habe ich bekommen, weil ich nur die Rennzeit unter 21 Sekunden leider geschafft habe. Aber Leute, ich habe tatsächlich den Lamborghini Centenario, Leute. Ich habe immer wieder tägliche Missionen gespielt und jetzt haben wir endlich den Lamborghini Centenario und ich wollte euch den mal zeigen und zwar finde ich, der sieht ziemlich nice aus. Zuerst feierte ich den Asterion mega, aber der sieht auf jeden Fall relativ viel aggressiver aus als der Asterion, ey. Und irgendwie feiere ich den schon mehr als der Asterion, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und er ist doch viel schneller, Leute. Man kann den jetzt, glaube ich, bis zu 5 Sternen. Ich habe jetzt schon den Centenario auf 2 Sternen. Man kann Blaupausen bis 5 Sterne kann man freischalten. Das ist das Maximum. Und jetzt kann ich euch mal zeigen. Also, zuerst habe ich ja diesen Lamborghini hier sehr gefeiert. Obwohl ich den eigentlich auch noch sehr feiere. Obwohl ich den eigentlich auch ziemlich nice finde, diesen Asterion hier. Der sieht natürlich ein bisschen anders daraus, ist ein bisschen höher, sieht ein bisschen weniger aggressiv aus, aber sieht trotzdem mega nice aus, muss ich sagen. Ist ein bisschen von der Struktur her ein bisschen höher gemacht, das Ganze, aber dafür ist der Asterion ein bisschen tiefer und sieht dafür deutlich aggressiver aus. Und wir werden jetzt natürlich mal eine Runde mit diesem Centenario natürlich fahren und ich kann euch gleich mal, ihr werdet es hören am Motor her und deswegen habe ich den Sound auch ein bisschen lauter geschaltet. Ihr werdet es gleich erkennen an dem Sound, ey. Der hat einen mega Sound, ey. Richtig nice und vor allem, wenn man ihn auf 2 Sterne hat. Ich möchte gar nicht wissen, ey, wie stark das dieser Lamborghini wird, wenn er auf 5 Sterne ist, ey. Alter, das wird ziemlich nice, ey. Also jetzt so am Anfang klingt er vielleicht noch nicht so, aber jetzt merkt ihr mit der Zeit, der gibt auf jeden Fall richtig Gas, ey. Ihr merkt das schon, wie der Motor klingt und wir sind auch auf einem deutlich viel höheren Rang, Leute. Wir sind jetzt etwa auf 2900. Auf diesem Rang sind wir jetzt etwa, haben wir diesen Wagen abgegradet. Das ist nicht A-Klasse, Leute, das ist S-Klasse. Okay, jetzt bin ich da ein bisschen hinten nach. Ah, Scheibe. Also die Rennzeit unter 18 zu schaffen wird ein bisschen schwierig. Da müsste dieser Wagen schon auf etwa 5 Sterne sein. Jetzt gebe ich mal richtig Gas. Oh, Alter. Richtig nice. So, jetzt möchte ich mal volles Nitro, ey. Volles Nitro hätte ich jetzt mal Bock. Kann ich euch mal gleich zeigen. So, jetzt machen wir mal volles Nitro. Alter, das ist eine Schockwelle mit diesem Wagen, ey. Bombastisch einfach so. Jetzt nehme ich wieder mein Lieblings-WG. Okay, wir haben es auf den dritten Platz geschafft. So, ja Leute, wir haben ein tägliches Ziel wieder beendet. Das ist natürlich für den... Das ist natürlich auf den vierten Stern für den Lamborghini Asterion und das war jetzt der Centenario, ey. Richtig nice auf jeden Fall, muss ich einfach sagen. Und eben, was ich vorhin schon gesagt habe an diesem Lamborghini Centenario, und zwar ist es die S-Klasse, ist am stärksten, Leute. Da gibt es wirklich sehr viele aggressive Autos und das ist der aggressivste, ey. Das ist, glaube ich, der schnellste, wenn es jetzt nicht noch schnellere gibt. Der Bugatti Chiron, den haben wir leider noch nicht freigeschaltet, aber der Asterion, ey. Richtig nice, ey. Richtig nice. Bei der S-Klasse. Muss ich einfach sagen, und hier seht ihr nochmals den Rang. Der ist jetzt auf 2967. Und ich brauche noch etwa 2 oder 3 Blaupausen und dann kann ich den ganzen dann auf 3 Sterne upgraden. Und ich sage euch Leute, das wird mega geil, wenn wir bei der Karriere weiter streamen werden, wenn wir diesen Wagen benutzen können. Ey. Wir werden immer gewinnen, ey. Hoffe ich jetzt mal. Wäre sicher mega nice. Ja, und wir haben natürlich, habe ich euch jetzt den Lamborghini Centenario vorgestellt. Und ich habe mit euch noch Kapitel 2 abgeschlossen, die BMW-Saison mit der letzten BMW-Mission, mit dem, jetzt muss ich nochmals nachschauen, wie der heißt, ey, mit dem,
M4. Richtig nice auf jeden Fall. Ich habe lange darauf gewartet. Und ich würde sagen, das soll es auch schon für dieses Let's Play gewesen sein. Mir hat es natürlich mega viel Spaß gemacht, wieder ein Asphalt 9 Video zu drehen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Streams von Asphalt 9. Und würde sagen, ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und tschüss.